Hallo und herzlich willkommen zu den AdventureCraft Script Tutorials. In diesem Video möchten wir uns mit Fehlerbehandlung auseinandersetzen. Und dabei möchte ich nochmal zurück auf das Money Guy Script kommen, was wir ja in Folge 11 geschrieben hatten. Denn da hatte ich ja gesagt, im Wiki, AdventureCraft Wiki, gibt es auch eine Variante, die man sich runterladen kann, die allerdings mit Try und Catch arbeitet. Und jetzt möchte ich eben darauf eingehen, was ist denn dieses Try und Catch? Was macht das? Und es ist im Grunde sehr einfach erklärt. Im Grunde prüft es einen bestimmten Codeabschnitt auf Fehler. Na, nicht ganz richtig. Es versucht, also Try heißt ja auf Deutsch übersetzt Versuch oder Versuche. Und er versucht eben diesen Code, den man ihm dann in diesen Try-Block reinschreibt, auszuführen. Und wenn ein Fehler dabei auftritt, dann springt er in den Catch-Block. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach direkt einfach mal an einem Beispiel an. Also Syntax ist ganz einfach. Wir machen wieder einfach wieder das Wort try, dann wieder diese geschweiften Klammern, die uns den Block markieren, und dann machen wir dieses catch und dann eben nochmal so einen Block. So, in die Klammern von dem catch müssen wir jetzt was reinschreiben, zum Beispiel das e hier, und das e würde jetzt ein Objekt erzeugen von dem Error, der geworfen wird. Ja, also stellt euch vor, ihr habt da irgendwie, was weiß ich, eine Null Pointer Exception oder ihr teilt durch 0. Ja, dann ist das E eben von dieser Error-Klasse, dass es ein Divide by Zero Exception wäre. Ja, also man kann jetzt hier ganz normal programmieren. Zum Beispiel, man sagt jetzt hier Variable x ist gleich 10 durch 0. So. Und wir wissen natürlich, das wird einen Fehler werfen, weil wir hier durch 0 teilen. Das heißt, normalerweise würde uns im Code, also wenn wir den Code ausführen würden, würde uns ein Fehler geworfen werden, und zwar eben diese Divide by Zero Exception. Wenn wir jetzt aber dieses Try-Catch verwenden, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, dann würde es keinen Fehler anzeigen, sondern hier den Code ausführen, der in diesem Catch drin steht. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel schreiben chat.print, hallo zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht so eine gute Information. Ich kann mir den Error mal anzeigen lassen, e.name ist das, glaube ich. Und dieser Catch-Block wird aber nur dann ausgeführt, wenn der Error auch wirklich auftritt. Ja, also angenommen, der Code würde hier einwandfrei durchlaufen, ohne irgendwelche Probleme, dann wird der Catch-Block einfach übersprungen. Und dann geht es halt hier unten weiter. Ja? Also für den Fall, dass hier oben kein Fehler drin ist, führt er halt den Try-Block ganz normal aus und danach den Befehl in Zeile 8. Falls es ein Fehler geworfen wird, dann springt der halt, also hört er ab dem Augenblick auf, wo der Fehler geworfen wird. Also wenn jetzt hier unten noch irgendwas anderes kommen würde, Variable Zahl gleich 7, dann würde diese Zeile nicht mehr ausgeführt werden, sondern er würde dann hier den Error werfen und danach direkt ins Catch springen, das ausführen und danach auch zu Zeile 9 übergehen. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, wir probieren mal sowas hier aus. Statt e.getMessage machen wir mal das da rein. Da ist jetzt noch eine Klammer zu viel. Aber ich glaube, das wird uns eh keinen Fehler werfen, weil er hier einfach Infinity als Wert haben wird. Das heißt, ja, es wird halt keinen Fehler geben. Aber was wir jetzt zum Beispiel versuchen können, ist, wir machen jetzt hier mal eine if-Abfrage rein. Wenn x gleich 0 ist, dann wollen wir Hallo ausgeben. Aber jetzt ist x ja nirgendwo definiert. Das heißt, der eigentliche Fehler wäre jetzt hier, also x ist undefined. Oder beziehungsweise x wurde gar nicht irgendwo initialisiert, also erkennt x nicht. Und dann wird er hier reinspringen und uns anzeigen, was denn das Problem ist. Also einmal den Namen von dem Error, der aufgetreten ist. Und dann noch einmal die Nachricht, was denn der Fehler ist. Schauen wir uns an. Dafür hier kurz das Skript ausgewählt. Okay, und jetzt zeigt er uns hier an, Referenz-Error, x is not defined. Sehr gut. Und jetzt könnt ihr euch fragen, was bringt uns das? Macht er das nicht auch so? Ja, aber wir müssen ja nicht diesen Fehler ausgeben. Ja? Wir können jetzt hier auch zum Beispiel was anderes reinschreiben. Zum Beispiel, ups, ein Fehler. Ein Faker, ja, nein, ein Fehler natürlich. Und dann würde er uns jetzt eben nicht diese Fehlermeldung anzeigen, die normalerweise kommen würde, sondern er würde uns eben jetzt diese andere Nachricht da anzeigen. Also, genau, jetzt seht ihr, ups, ein Fehler. Also er führt jetzt eben den Catch-Teil aus. Und was jetzt eben dieses MoneyGUI-Script gemacht hat, also wenn ihr euch erinnert, wir mussten ja hier abfragen irgendwo, ob das jeweils nicht null ist. Oder auch hier.
Also immer abfragen, ob das nicht null ist, und dann haben wir das erst gemacht. Und das macht dieses MoneyGoy-Script von dem Wiki eben nicht, sondern das macht einfach ein Try rein. Und wenn es dann null ist, dann gibt's ein, also dann wirft es einen Fehler. Aber weil es einen Fehler wirft, geht er dann in den Catch-Block rein. Ja. Und natürlich ist es performancemäßig viel besser, wenn man diese Fehler selber erkennt und mit einem If einfach abfragt, als wenn man einen Try durchlaufen lässt. Weil ein Try verbraucht natürlich viel mehr Speicher und ja, zieht mehr von eurem eurem System, also braucht halt mehr Performance. Ist ja logisch, ein Try muss ja viel mehr machen. Das überprüft auf alle möglichen Fehler und springt danach weg. Und das If, das macht halt einfach eine kleine Abfrage und das war's. Also Tries würde ich immer so gut wie möglich versuchen zu umgehen. Weil die performancemäßig halt schlechter sind, als wenn ihr es einfach mit If abfragt. Manchmal geht es nicht anders, manchmal muss man das benutzen, deswegen gibt es das ja auch. Aber wie gesagt, so weit wie möglich sollte man schauen, dass man dieses Try eben ja irgendwie umgeht. Und in den meisten Fällen geht das auch. Also Code, in dem viel Try und Catch drin ist, der kann nicht besonders performant sein. Es gibt aber noch einen letzten Block, und zwar den sogenannten Finally-Block. Auch wieder gleich vom Syntax. Der muss immer nach dem Catch-Block kommen. Ja, der ist aber optional. Ihr habt ja gesehen, wir haben keinen Fehler geworfen bekommen. Den können wir hinmachen, wir können es aber auch lassen. Der ist aber actually eigentlich ziemlich unnötig, weil er führt nämlich genau den Code aus. Also der wird immer ausgeführt. Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwas reinschreiben würde als Test, zum Beispiel ein Cool, dann wird dieses Cool immer ausgeführt. Egal, ob jetzt hier im Try irgendwas abgebrochen wird oder ob ich jetzt in den Catch gehe, dieses Cool wird halt immer ausgeführt. Und es macht im Grunde, muss ich das Code noch kurz auswählen. Ah, da haben wir es, Cool. Und das kommt jetzt halt auch, auch wenn ich hier oben noch sagen würde, x ist gleich 0 oder so. Ja? Also jetzt würde er nicht in den Catch-Block reinspringen, weil wir haben ja keinen Fehler, den wir jetzt werfen müssen. So, jetzt zeigt er das Hallo an und ist cool. Also, deswegen ist der Finally-Block halt irgendwie unnötig, weil es ist genau das gleiche wie das hier. Weil jetzt wird es auch immer ausgeführt. Aber es gibt diesen Finally-Block halt, deswegen wollte ich ihn auch noch ansprechen. Was man natürlich jetzt auch noch beim Fehlerbehandlung sich anschauen kann, ist, dass man selber auch Fehler werfen kann. Und das schauen wir uns dann aber erst im nächsten Video an. Ja, es gibt eine sogenannte Throw-Anweisung. Und das fragt man sich vielleicht zuerst, selber Fehler werfen, warum? Aber es kann tatsächlich oftmals nützlich sein und ja, wie gesagt, dazu dann eben mehr im nächsten Video. Und in diesem Fall macht es dann natürlich auch Sinn, Try and Catch zu verwenden. Dafür ist es nämlich auch hauptsächlich gedacht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr noch eine Übungsaufgabe haben wollt, dann nehmt euch das MoneyGoy-Script von Wikipedia und schreibt es um, dass Try Catch nicht mehr nötig sein wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!